Willkommen jetzt zu einem weiteren Video. Und zwar, Leute, ich habe jetzt mal wieder ein Paket bekommen, und zwar von Level Up. Das werdet ihr sicherlich kennen. Auf jeden Fall, mal eine ganz gute Videoidee, mal so ein Paket auspacken. Wir werden heute mal schauen, was da drin ist. Habe ich bestellt, habe ich auch alles selbst bezahlt, nicht zugeschickt bekommen. Dafür bin ich so unfame. So, ich würde sagen, wir machen es am besten mal auf. Am besten mal mit einer Hand hier. So, perfekt aufgemacht habe ich es nicht, aber ich denke, das geht so klar. So. Boah, nicht runterfliegen hier, nicht runterfliegen. So, okay. Ich würde sagen, wir haben hier erstmal erstmal eine Tüte und rechts davon, ich glaube, in rosa eine nice Level Up einen Level Up Behälter und ja, Level Up Gaming Booster. Da kann ich mein Zeugs auf jeden Fall genau reintun. Das ist toll schon machen. Weiß nicht, warum habe ich mir das ausgewählt. Auch nicht runterfliegen. Ist schon mal ganz nice. Das ist auf jeden Fall, kann man schon mal machen. Ich würde sagen, stellen wir am besten erstmal hier hin. Ansonsten haben wir auch nur noch hier so eine Tüte drin. Ich überschätze es zur Polsterung, ne? R plus. Okay. Ja, gut. Kann man schon mal machen. Das war's. Ich habe hier einmal das Ding bestellt. Das war mit Versand ziemlich teuer. Um die 14 Euro mit Versand. Aber das wird auch eine gute Qualität sein. Ist halt auch Level Up. Ist ja von, glaub, Trimax, Amar und so. Produkte. Das muss ich mal verpixeln oder irgendwie ausblenden. Das wollte ich gerade nicht zeigen. Hier Level Up. Das war's. Noch ein bisschen Polsterung drin, so eine Tüte. Und ich würde sagen, das soll es auch gewesen sein hier. Digga, das kommt weg. Digga. Okay, das soll es gewesen sein. Ich bin hier wieder lost am Start, Digga, komm lass mal gegen. Ich habe gerade gar nichts gesehen, Alter. Perfekt, ich würde sagen, das war's. Schön teuren Behälter gekauft zum Trinken. Digga. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.